Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie die Öffentlich-Rechtlichen bei der Schlussrunde mit den Spitzenkandidaten mit Vorsatz ihren Programmauftrag nicht erfüllen. Warum die Fragen und Unterbrechungen an Alice Weidel hochgradig manipulativ sind, möchte ich im Folgenden beleuchten. Im Folgenden die Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Frau Weidel, wir haben vom Bundesinnenminister gehört, dass sich Teile der Querdenker-Szene zunehmend radikalisieren. Ihr Co-Spitzenkandidat Chrupalla hat sogar zur Teilnahme an Querdenker-Demos aufgerufen. Wäre es in einem solchen Moment nicht höchste Zeit, sich von dieser Szene klar zu distanzieren? Ich halte grundsätzlich nichts von einer Stigmatisierung einer Protestbewegung, die sich im Übrigen zu großen Teilen auch aus Grünen, SPD, CDU-Wählern zusammensetzt. Das hat ja auch eine Erhebung ergeben. Und dementsprechend sollten wir Kritiker von Maßnahmen nicht stigmatisieren. Das trägt nicht zur Lösung des Problems. Auch die Radikalisierten? Nein, also es gilt ja grundsätzlich Gewaltfreiheit. Sie können Ihre Meinung artikulieren, Sie können vom Demonstrationsrecht Gebrauch machen. Das ist ja auch in unserem Grundgesetz verankert, nicht wahr? Aber natürlich völlige Gewaltfreiheit. Aber jetzt nochmal zurück zu meinem Punkt. Die Stigmatisierung von weiten Teilen der Bevölkerung, die Corona-Maßnahmen auch kritisieren und aus meiner Sicht völlig zu Recht, weil sie in weiten Teilen grundgesetzwidrig sind, das sollte man nicht tun. Und wenn wir als Politiker eben auch anfangen, Geimpfte als Versuchskaninchen zu bezeichnen und Ungeimpfte als Sozialschädlinge. Aber hohe Vertreter Ihrer Partei dann von Herr Koll, haben wir ein gesellschaftliches Problem. Ja, aber genau da fängt es an. Genau da fängt die Polarisierung in unserer Gesellschaft an. Wenn jemand das von dürfen Corona Sie nicht Diktatur machen, spricht, weil wir Politiker eben. Zum Widerstand Herr Koll, nicht weit. Herr Koll, das ist die Verantwortung der Politik, die Menschen nicht zu stigmatisieren, sie nicht als Sozialschädlinge zu bezeichnen oder als Versuchskaninchen. Da fängt es doch an. Und der Staat, die Regierung sollten die grundgesetzwidrigen Maßnahmen zurücknehmen. Gut, Sie haben jetzt nichts zu Herrn Till Schneider gesagt zum Beispiel, aber und seinen Corona-Diktatur-Äußerungen. Aber lassen wir es an der Stelle. Sie haben Ihren Punkt da gemacht und Herr Koll hatte seinen gemacht. Frau Weidel, in Ihrem Wahlprogramm steht sogar, Warmzeiten hätten immer zu einer Blüte des Lebens und der Kulturen geführt. Hat der Klimawandel aus Sicht der AfD also eher positive Folgen? Wir sagen als AfD, dass es den Klimawandel, also Wärme- und Kälteperioden, immer schon gegeben hat. Und dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, in Deutschland unseren industriellen Kern zu schleifen. Wir wandeln ja nicht, Herr Laschet, unsere Industrie um, sondern Sie machen unsere Industrie kaputt. Und da Sie jetzt auch gerade den Stahlmarkt erwähnt haben, ich war heute in einer Gießerei in Sachsen. Und ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung haben, wie es dieser Industrie in Deutschland geht. Sie machen mit Ihrer Politik diese Leute, diese Gießereien, diese Industrie kaputt. Sie schalten Kohlekraftwerke, die modernsten stehen im Übrigen in Deutschland, schalten sie ab. Sie schalten die Kernkraftwerke ab. Sie gehen einen Sonderweg, der überhaupt nicht nachhaltig ist. Und noch einmal, ich habe das immer wiederholt, Sie verbauen den Weg für Forschung und Entwicklungsleistung. Hier wird die Atomkraft als brandgefährliche Dinosaurier-Technologie dargestellt. Aber wir verpassen den Anschluss an die neuen Generationen. Ich habe das eben schon ausgeführt. Ein Thoriumreaktor, wie er gerade in China gebaut wird. Die Frage, so, bei dem kommt es nicht. Herr Koll, darf ich das bitte ausführen? Nein, bitte lassen Sie mich ausführen. Ja, aber die Frage war eine andere. Mir ins Wort. Vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen. Ich möchte gerne ausführen, was ein Thoriumreaktor kann. Es kommt nicht mehr zu einer Kernschmelze. Das ist aber nicht das Thema dieser Entschuldigung. Das ist genau der Punkt. Entschuldigung, Herr Koll, das ist aber genau der Punkt. Wir reden hier immer um den heißen Brei herum. Wir schleifen den industriellen Kern. Wir machen unsere Industrie kaputt. Ich habe gesagt, den Klimawandel hat es immer schon gegeben. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, unseren industriellen Kern zu schleifen. Danke, das wäre die Antwort. Wir Vielen verpassen Dank. Frau Wissler. Forschung Frau und Wissler. Entwicklung. Und die Linke ist bei ihrer Forderung mit dem Klimaschutz noch ambitionierter als die Es hilft die nicht, Grünen. Lauter zu werden. Sie Aber haben Ihre Antwort gegeben. Vielen Dank. Also das ist natürlich auch spricht für sich selbst. Ja.
Frau Wissler, die Linke ist bei ihren Forderungen zum Klimaschutz noch ambitionierter als die Öffentlich-Rechtlichen bleiben sich ihrer Strategie treu. Sie möchten einen möglichst neutralen Anschein erwecken. Sie sind von der Form her höflich, aber versteckt versuchen sie, Framings zu platzieren, den Zuschauer zu manipulieren. Aber er soll es möglichst nicht so richtig mitbekommen. Und die AfD soll die Öffentlich-Rechtlichen dafür nicht angreifen können. Schauen wir uns die Fragen im Folgenden einmal genauer an. Frau Weidel, wir haben vom Bundesinnenminister gehört, dass sich Teile der Querdenker-Szene zunehmend radikalisieren. Ihr Co-Spitzenkandidat Chrupalla hat sogar zur Teilnahme an Querdenker-Demos aufgerufen. Wäre es in einem solchen Moment nicht höchste Zeit, sich von dieser Szene klar zu distanzieren? Was ist an dieser Frage auffällig? Wenn man die Frage genau betrachtet, merkt man, dass sie relativ unscharf ist, dass aber klare Suggestionen geweckt werden. Es ist zunächst von Teilen der Querdenker-Szene die Rede. Teile, was sind Teile? Wie groß, wie viel? Welcher Anteil? Querdenker-Szene ist eindeutig negativ konnotiert. Man denkt an Drogenszene, rechtsextreme Szene. Dabei handelt es sich bei Querdenken um einen losen Verbund von Leuten gegen die Corona-Maßnahmen. Es war so konzipiert, dass jeder daran teilnehmen soll, der gegen die Maßnahmen ist. Es ist natürlich vollkommen klar, dass da unterschiedlichste Leute dabei sind. Und es verbietet sich deshalb, die Leute über einen Kamm zu scheren, sie gemeinsam in eine Ecke zu stellen. Da überhaupt einen Verbund herzustellen, wie es bei einer Partei der Fall ist. Dann ist die Rede von Radikalisieren. Was soll das eigentlich genau heißen, Radikalisieren? Man denkt automatisch an Gewaltbereitschaft, an Islamismus, an Extremismus. Der Eindruck, der sich hier aus diesem Statement ergibt, ist klar, es handelt sich um Extremisten, die abzulehnen sind. Diese Erklärung ist nichts anderes als eine Dämonisierung. Unzählige Male haben die führenden Personen die Friedfertigkeit betont. Immer wieder und so gut wie nie ging Gewalt von Gegnern der Corona-Maßnahmen aus, was von den Öffentlich-Rechtlichen und den anderen Medien auch vollkommen verzerrt dargestellt wurde. Die Absicht von Kohl ist erkennbar totalitär und faschistoid. Es werden Leute mit einer bestimmten Haltung dämonisiert, vereinheitlicht und in eine Ecke gestellt. Die Parteilichkeit kommt dann im nächsten Satz noch deutlicher zum Ausdruck. Er redet von sogar, dass Chrupalla sogar dazu aufgerufen hat, an solchen Demonstrationen mitzumachen. Er als neutraler Journalist hat keine Partei zu beziehen über Anschauungen. Und gegen die Corona-Maßnahmen zu sein, ist eine legitime Anschauung. Man kann sicher davon ausgehen, dass unter etlichen Leuten es bestimmt Leute gibt, die Fehler gemacht haben, wo man Schwächen finden kann. Wenn er jetzt von Teilen redet, ist unbestimmt, wie groß der Teil ist. Von den hunderttausenden Leuten, die letztes Jahr demonstriert haben, oder vielleicht waren es 1 Million, von den Öffentlich-Rechtlichen und von der Berliner Polizei werden wir es sicher nicht erfahren, wie viele Leute es tatsächlich waren, obwohl sie es wahrscheinlich sehr gut wissen. Jedenfalls versucht sich Kohl natürlich klammheimlich aus der Affäre zu ziehen und sagt, ich habe Teile gesagt. Das kann auch ein Hundertstel sein, das kann ein Tausendstel sein, es kann die Hälfte sein, es kann auch ein Hunderttausendstel sein. Ich habe gesagt Teile, das war auf jeden Fall korrekt. Er weiß aber natürlich ganz genau, dass wenn er sagt Teile, dann denken die Leute, dass es relevant ist. Allein weil er es erwähnt, weil er es in den Mittelpunkt stellt. Es die Öffentlich-Rechtlichen sind und sie ihr angeben, redlichen Journalismus zu betreiben. Das heißt, die Leute gehen automatisch davon aus, wenn er sagt Teile, dann ist es relevant, dann ist es wichtig, dann sind es große Teile. Dann ist es auf jeden Fall erwähnenswert, ist es auf jeden Fall wichtig. Dann spiegelt es die Realität wider, dass er es so sagt. Er fordert dann von Weidel die Distanzierung zu dieser Szene. Er benutzt absichtlich wieder diesen negativ konnotierten Begriff, aber diese Szene beinhaltet ja alle Gegner der Corona-Maßnahmen. Weil Querdenken ja sagt, dass wir ein loses Bündnis sind und sich alle unter diesem Motto vereinen können. Das heißt, Theo Kohl möchte jetzt erreichen, dass sich alles Weidel von den Gegnern der Corona-Maßnahmen distanziert. Er macht sie komplett verächtlich, dämonisiert sie. Alles Weidel reagiert dann anders, als er es sich wahrscheinlich erhofft hat. Statt dass sie versucht, Schaden von der AfD abzuwenden und Angst hat, sich zu bekleckern, dass sozusagen das negative Image, das er kreiert hat und das die Öffentlich-Rechtlichen und die anderen großen Medien beständig kreieren, dass es an der AfD haften bleibt. Er spekuliert auf ihre Angst und dass sie deswegen versucht, Distanz zu wahren. Aber das tut sie nicht. Ich halte grundsätzlich nichts von einer Stigmatisierung einer Protestbewegung. Stattdessen geht Weidel in den Frontalangriff. Und dem Zuschauer wird natürlich klar, wenn sie von Stigmatisierung spricht,
dann ist das natürlich genau das, was Theo Koll jetzt gerade gemacht hat. Ideal wäre es natürlich gewesen, wenn sie jetzt Stück für Stück noch seine Frage auseinandernimmt, aber das ist in Echtzeit eigentlich unmöglich. Natürlich jetzt für mich im Nachhinein, ich kann jetzt die Frage schön sezieren, aber es ist natürlich etwas ganz anderes, sich das in Echtzeit zu merken. Aber auch so hat, denke ich, Weidel dem Zuschauer deutlich gemacht, die Öffentlich-Rechtlichen stigmatisieren Querdenken, die anderen Parteien machen es auch, wir machen es nicht. Und im Grunde hat sie Theo Koll auf frischer Tat ertappt. Als Theo Koll merkt, dass ihm die Fälle davon schwimmen, versucht er die Aufmerksamkeit auf einen Schwachpunkt zu lenken. Till Schneider und Gauland hatten von einer Corona-Diktatur geredet. Aber hohe Vertreter dann, Ihrer Partei dann, sprechen dann, von Corona-Diktatur. Herr Koll, haben wir ein gesellschaftliches Problem? Ja, aber genau da fängt es an. Genau da fängt die Polarisierung in unserer Gesellschaft an. Wenn jemand das von dürfen Corona-Diktatur Sie nicht machen, spricht, weil wir Politiker eben, zum Widerstand Herr Koll, nicht weit. Das ist ein Schwachpunkt, weil es ein geschichtlicher Vergleich ist und Geschichte sich nicht wiederholt. Die Demokratie hier funktioniert nicht, der Meinungsbildungsprozess ist gestört, aber es entspricht nicht dem Bild einer Diktatur von früher. Dafür sind gewisse Kriterien nicht erfüllt. Das versucht jetzt Koll in den Mittelpunkt zu stellen und Weidel doof aussehen zu lassen. Auf diese Nebensächlichkeit lässt sich Weidel aber nicht ein und beharrt darauf, dass die Leute nicht stigmatisiert werden dürften. Herr Koll, das ist die Verantwortung der Politik, die Menschen nicht zu stigmatisieren, sie nicht als Sozialschädlinge zu bezeichnen oder als Versuchskaninchen. Da fängt es doch an. Und der Staat, die Regierung sollten die grundgesetzwidrigen Maßnahmen zurücknehmen. Gut, Sie haben jetzt nichts zu Herrn Till Schneider gesagt zum Beispiel, aber und seinen Corona-Diktatur-Äußerungen. Aber lassen wir es an der Stelle. Sie haben Ihren Punkt da gemacht und Herr Koll hatte seinen gemacht. Verräterisch ist die Antwort von Tina Hassel. Sie redet davon, dass Weidel ihren Punkt gemacht hätte, aber dass auch Theo Koll seinen Punkt gemacht hätte. Theo Koll hat hier die Rolle eines Moderators und Journalisten. Es ist nicht seine Aufgabe, hier irgendwelche Punkte zu machen. Atomkraft als brandgefährliche Dinosaurier-Technologie dargestellt, aber wir verpassen den Anschluss an die neuen Generationen. Ich habe das eben schon ausgeführt. Ein Thoriumreaktor, wie er gerade in China gebaut wird. Die Frage, so, bei, die Frage, bei die ich dem kommt hatte, es nicht, Herr Koll, darf ich das bitte war, ausführen? Den Nein, sehen. Bitte lassen Sie mich ausführen. Ja, aber die Sie Frage war eine andere. Mir ins Wort. Vielleicht ist am Ende der Sendung kommt es dann zu mir klar. Theo Koll stellt eine Frage, die aus Zuschauersicht erkennbar spöttisch gemeint ist. Durch eine Passage aus dem AfD-Wahlprogramm möchte Theo Koll die AfD vor dem Zuschauer lächerlich hinstellen. Theo Koll weiß, dass die meisten Zuschauer an das Klimakatastrophennarrativ glauben. Sie fest davon ausgehen, es war also 1000 Jahre, war die Temperatur ungefähr gleichbleibend und jetzt haben wir eine ganz starke Erwärmung in den letzten 100 Jahren. Das wurde den Leuten 20 Jahre lang eingetrichtert. Viele Leute haben sehr wahrscheinlich keine Vorstellung davon, es ist außerhalb ihrer Vorstellungskraft, dass diese ganze Erzählung auf einer Kurve beruht, deren Herstellung unbekannt ist, also mit welchen Daten gearbeitet wurde, dass es für andere Wissenschaftler nicht nachprüfbar ist. Dass das auch bei einem Prozess 2016 noch einmal eindeutig herausgekommen ist. Dass der Ersteller der Kurve niemals preisgegeben hat, wie die Kurve zustande gekommen ist, welche Daten verwendet wurden und dass diese Kurve unkritisch vom IPCC übernommen wurde. Und dass dann alle Medien darüber schweigen. Das heißt, der Zuschauer geht fest davon aus, okay, das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Das ist natürlich eine Verharmlosung, es kommt jetzt die große Katastrophe. Und die AfD leugnet es. Sie sind faul. Es sind faule Klimaleugner, die die erschreckende Realität leugnen, weil sie der Wirtschaft in den Hintern kriechen wollen. Weil sie hinterwäldlerischer sind, weil sie keine Vision haben, weil sie nicht innovativ sind. Sie möchten das gestern für immer haben. Aber das kann natürlich nicht sein. Jetzt brauchen wir Progressivität in der Gesellschaft. Das ist das Bild, das die Öffentlich-Rechtlichen dauernd vermitteln. Und dadurch wirkt es natürlich lächerlich, wenn jetzt Theo Koll vereinzelt diese Passage aus dem Programm in den Raum stellt. Tatsächlich ist es natürlich sehr wahrscheinlich so, dass wir in keiner besonderen Warmzeit leben, sondern dass es im Mittelalter sehr viel wärmer war, dass es im Atlantikum sehr viel wärmer war, dass es zur Zeit der Römer auch viel wärmer war als heute. Dafür gibt es viele Hinweise. Die Leute wissen nicht, dass der Gletscher am Kilimandscharo am stärksten geschmolzen ist, als die Menschheit vor der Industrialisierung stand. Wie immer wird in den Öffentlich-Rechtlichen auch hier keine differenzierte Sichtweise dargestellt, sondern es wird versucht, mit einer einfachen Ja-Nein-Frage alles Weidel dazu zu zwingen, keine differenzierte Antwort geben zu können. Es waren nachprüfbar Warmphasen, Blütephasen in Zeiten der Menschheit,
Aber es ist natürlich so, dass eine Umwälzung Nachteile nach sich zieht. Immer für die Menschen. Immer wenn eine Umwälzung geschieht, ist es nachteilhaft. Es ist aber natürlich so, dass durch eine Erwärmung der Lebensraum erweitert wird. Das heißt, wenn es jetzt wärmer würde und es würde dann 1000 Jahre so bleiben, dann wäre es sehr wahrscheinlich vorteilhaft. Jedenfalls war es in der Vergangenheit so gewesen. Das ist aber ein Nebenkriegsschauplatz, der die Zuschauer in Wahrheit überhaupt nicht interessiert. Und wenn alles weiter so antworten würde, dann hätte der Zuschauer das Gefühl, die AfD will nur weiter den menschengemachten Klimawandel leugnen und weicht vom Thema ab. Und genau das will Kohl erreichen. Wenn Weidel sich ausführlich auf diese Frage einlassen würde, wäre es immer zum Nachteil der AfD. Weil mit einer Beantwortung dieser Frage keine Aufklärung betrieben werden kann. Wir sagen als AfD, dass es den Klimawandel, also Wärme- und Kälteperioden, immer schon gegeben hat. Und dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, in Deutschland unseren industriellen Kern zu schleifen. Alice Weidel beantwortet stattdessen kurz und knapp die Frage und geht dann stattdessen auf die eigentliche Frage ein, inwieweit die Energiewende sinnvoll ist. Es ist dann interessant zu sehen, dass Kohl Weidel reden lässt. Solange es nur darum geht, dass die AfD die Kernenergie befürwortet, das sind alles bekannte Dinge. Das heißt, diese noch nicht so wichtigen Dinge, die lässt Kohl laufen. Aber in dem Moment, wo eine wichtige, relevante Information kommt, die auch ich noch gar nicht gekannt habe, Thoriumreaktor, da unterbricht Kohl sofort. Und er lässt sie auch nicht mehr zu Wort kommen. Und es stellt sich die Frage, warum ist es Kohl jetzt so wichtig, Weidel an dieser Stelle zu unterbrechen und ihr sogar den Ton abzudrehen? Und es liegt daran, dass diese Information das Täuschungskonstrukt der Öffentlich-Rechtlichen zum Einsturz bringt. Warum haben die Öffentlich-Rechtlichen über einen Thoriumreaktor noch nicht berichtet? Demzufolge ja es keine Kernschmelze mehr geben kann und es auch keinen radioaktiven Müll mehr gibt. Damit könnte man ohne CO2 alle Probleme lösen. Sehr wahrscheinlich ist es so, dass Extremisten und Wirtschaftskriminelle schon seit langem in vielen Feldern zusammenarbeiten. Die Wirtschaftskriminellen interessiert das Geld und die Extremisten, sie wollen einen Umbruch in der Gesellschaft. Sie wollen keine Demokratie. Und sie gehen jetzt beim Klima eine Allianz ein, weil die Extremisten bekommen ihren Ausnahmezustand und die Wirtschaftskriminellen bekommen ihr Geld. Indem die Leute gesteuert werden, kann man rechtzeitig in die richtigen Aktien investieren und Milliardengewinne machen. Bei Corona ist es genau das Gleiche. Genauso bei der Flüchtlingskrise. Es ist auffällig, dass immer wenn die Medienarbeit kritisiert wird oder wenn zum Beispiel dargestellt wird, die Antifa bei den linken Parteien, wenn auf solche Dinge aufmerksam gemacht wird oder eben solche wichtigen Fakten, dann unterbrechen die Öffentlich-Rechtlichen sofort hart. Und als Ausrede haben sie ja, dass Alice Weidel die Frage nicht beantwortet hätte. Alice Weidel hat aber geistesgegenwärtig festgestellt, dass sie die Frage ja schon beantwortet hat. Und am Ende war es so gewesen, dass die Öffentlich-Rechtlichen die Maske haben fallen lassen vor dem Zuschauer. Der aufmerksame Zuschauer wird vielleicht den Thorium-Begriff googeln und wird sich fragen, warum die Öffentlich-Rechtlichen nicht darüber berichten. Und sie werden gesehen haben, dass das alles Maskerade war. Dieses neutrale Getue in der Sendung, dass es nur ein Schauspiel war und es eigentlich darum geht, zu verzerren und zu täuschen. Und es ist ja das Entscheidende, die Glaubwürdigkeit der Öffentlich-Rechtlichen in Frage zu stellen vor dem Zuschauer, damit die Zuschauer alternative Medien konsumieren. Und das ist in dieser Sendung ein Stück weit gelungen. Es ist sehr wahrscheinlich auch gelungen, Leute wieder näher an die AfD heranzuholen. Auch wenn sich das jetzt vielleicht noch nicht in den Umfragen ausdrückt. Aus meiner Sicht wäre noch wichtig gewesen, dass Alice Weidel das Klimakatastrophen-Narrativ frontal angreift. Das haben viele in der AfD anscheinend noch nicht verstanden, wie man das effektiv machen kann. Dass es nicht darum geht, zu sagen, wir glauben nicht an die Klimakatastrophe und dass es nicht relevant ist, zu sagen, wir glauben an dies oder jenes, sondern dass es entscheidend ist, die Informationen an die Leute zu bringen, die die Glaubwürdigkeit derjenigen in Zweifel zieht, die die Klimakatastrophe propagieren. Und das sind bestimmte Wissenschaftler und die Medien. Und es gibt genug Hinweise, die auch mich überzeugt haben, mich vollends überzeugt haben, dass diese Wissenschaftler nicht glaubwürdig sind und dass die Medien nicht glaubwürdig sind. Und die gleichen Informationen, die mich überzeugt haben, sie müssen nur effektiv an die Zuschauer gebracht werden. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.